Willkommen heute in einem freundlichen Grün. Und zwar, wir müssen heute eine ruhige Reaction machen. Und zwar die Fische. Ihr seht's, Freunde, Aquarium ist aus. Da sind schon einige. Hey, Kollege, ab ins Bett jetzt hier. Hey! Einige sind schon am Schlafen, der ein oder andere ist noch ein bisschen am Durchdrehen. Deswegen heute leider nicht so laut sein, ja? Ihr wisst Bescheid. Jedenfalls, wir müssen mal kurz auf YouTube gucken, da geht ja wirklich gerade die Post ab. Es ist Dezember und Dezember verdient man am meisten Geld auf YouTube. Deswegen gibt es auch immer sehr interessante Themen, die wir uns hier angucken können. Und zwar der gute alte KuchenTV hat da was hochgeladen. Gucken wir uns gleich mal an. KuchenTV muss ich erstmal an dieser Stelle sagen. Ich habe ja mit ihm so nichts zu tun, habe ihn aber schon auf der Gamescom getroffen und auf allen Events, dies, das, Ananas. Man kennt sich einfach als YouTuber. Ich muss sagen, er macht in Real Life einen sehr, sehr netten Eindruck. Sogar fast noch netter als in den Videos. Ist ein sympathischer Typ. Es gab ja auch mal die eine Sache mit iCrimex da. Da gab es in dem Video einige nicht so richtige Informationen. Aber man muss auch sagen, man kann mit sich ihm sehr gut unterhalten. Und er sieht auch, wenn er einen Fehler macht, sieht er den auch ein. Also muss ich sagen, an dieser Stelle, checkt auf jeden Fall mal den Typen hier ab, Leute. Erster Link oben in der Beschreibung. Grüße gehen raus. Jedenfalls, er hat hier das Video hochgeladen. Miguel Pablos Outing. Nur jo, Fake. Freunde. Sehr interessant. Unabhängig von diesem Video, Leute. Damit habe ich auch schon mit einigen Kollegen drüber gesprochen. Und zwar, als er dieses Statement hochgeladen hat, dass er jetzt homosexuell ist. Bruder, wenn das wirklich so ist, ich wünsche dir vom Herzen alles Gute. Ich freue mich, dass du deine Liebe gefunden hast. Homophobie hat im Jahre 2019 nichts mehr verloren. Die Predigt haben wir gehalten, ist wirklich so, Leute, und ich hatte aber trotzdem so einen komischen Beigeschmack, wisst ihr, so mein Gefühl so, das hat, mein Gefühl hat irgendwie gesagt, irgendwas stimmt da nicht, so, ich, Miguel Pablo, der gerappt hat, Leute mit sehr, sehr bösen Ausdrücken beleidigt hat, hat sich jetzt auf einmal geändert. Jedenfalls, gut, okay, ich bin jetzt einfach gespannt, was der gute alte KuchenTV sagt. Jedenfalls, Leute, das Outing hat für mich auch einen sehr komischen Beigeschmack gehabt. Und ich habe auch gedacht, oh, ist denn da wirklich alles so wahr? Wir gucken aber mal rein. Yo, Freunde der Outings. Ja, ich weiß, ganz schwieriges Thema. An dieser Stelle sei direkt gesagt, dass ich keine hundertprozentigen Beweise dafür habe, ob Miguel jetzt wirklich schwul ist oder nicht. Ich habe lediglich einige Indizien gefunden, die auf jeden Fall die Frage offen lassen, ob das Ganze nicht vielleicht einfach nur ein Promo-Move von den beiden ist. Man muss an dieser Stelle sagen, das Thema ist wirklich sehr, sehr schwierig, aber ich finde gut, YouTube ist eine Plattform, Leute. Hier kann jeder seine Meinung mit den Zuschauern teilen. Und deswegen ist dieses Video auf jeden Fall, hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Und ich finde es gut, dass er gemacht hat. Deswegen würde ich euch auch bitten, selbst wenn ihr jetzt denkt, ja, das Video erscheint mir ziemlich schlüssig, hatet weder Miguel noch sein Kumpel, weil wie gesagt, man kann da halt nichts beweisen. Ja, ich finde es auch teilweise traurig, dass man es überhaupt sagen muss. Aber die Leute, man muss darauf aufmerksam machen, Leute. Kann ich mich natürlich dran anschließen, hier, das ist wie so ein Disclaimer, oder wie nennt man das? Ich glaube so, ne? Und die jetzt unnötig runterzumachen, das wollen wir ja auch nicht. Bildet euch auf jeden Fall eure eigene Meinung, denn theoretisch kann es ja auch einfach sein, dass das alles halt dumme Zufälle sind. Soll's auch mal geben. Gut, dass das gerade bei Miguel der Fall ist, der sonst auch mal alles faked, ist ein bisschen komisch, aber wir gucken mal. Sollte das... Das ist halt das Ding, Leute. Miguel Pablo ist einigen, die schon seit ein paar Jahren auf YouTube sind, ein Begriff. Und der hat ja auch die ein oder andere fragwürdige Aktion bisher gerissen. Da können sich die Prank-Bros noch eine Scheibe teilweise abschneiden. Das Ganze natürlich stimmt und ihr seid wirklich schwul, dann wünsche ich euch wirklich alles Gute vom Herzen und hoffe, dass das lange bei euch hält. Meine persönliche Meinung ist, Homophobie hat im Jahre 2019 nichts mehr irgendwo auf diesem Planeten zu suchen. Jeder soll einfach den lieben, den er möchte, solange er damit keinen anderen schadet. Und ich würde sagen, damit kommen wir auch direkt zum Eigentlichen. Finde ich gut, dass er es nochmal sagt, weil bei dem Statement-Video fand ich sehr, sehr schade, dass so viele Leute gedisliked haben. Ich weiß gar nicht, warum. Gutes Stichwort, schließe ich mich auf jeden Fall an. Ein Thema. Das war keine Überleitung, auch wenn es so rüberkam. Letzte Woche hat Miguel ein Video hochgeladen, wo er sich geoutet hat. Er hat ein Video mit seinem Freund gemacht und die beiden haben sogar rumgeknutscht, meine Freunde. Aufstehen, Fischis. Ach, der eine fühlt sich gerade im Dreck, Digga. Der schläft dann immer so im Dreck, der wühlt sich im Dreck. Das machen die Fische, Leute. Die können ja nicht die Augen zumachen. Einige, die wühlen sich so im Dreck und machen so den Dreck über sich, dass sie so versteckt sind. Voll lustig. Das war der sexuellste Kontakt, den ich in den letzten 5 Monaten hatte. Ich mag schwangere Freundinnen. Ach stimmt, seine Freundin ist ja schwanger. Lustigerweise, ich dachte zum Anfang auch nicht, dass das real ist, aber ich hab sie auf der Gamescom gesehen. Also KuchenTVs Freundin ist wirklich schwanger, weil es hat irgendwie damals so ein... komischen, er hat das irgendwie so parodiert und ich dachte irgendwie, das ist einfach nur so eine Parodie.
Aber ja, vielleicht, weil ich mich auch nicht mit dem Thema richtig auseinandergesetzt habe, aber andere Baustelle. Das Ganze ist wie ein Fegefeuer durch YouTube gezogen. Jeder hat drauf reagiert. Trends 1. Muss man mal schaffen. Reagiert, egal ob Justin, Unge, Monte oder sonst irgendwer. Also wirklich ganz YouTube-Deutschland hat darauf reagiert, hat sich eine Meinung gebildet und die meisten standen wirklich hinter ihm. Allerdings bin ich persönlich der Meinung, dass Miguel in der Vergangenheit so viel komisches Zeug gemacht hat und er auch selber zugibt, dass er sehr klickgeil ist, dass man sich hier einfach mal die Frage stellen muss, ist er wirklich auf einmal schwul geworden oder nutzt er das vielleicht einfach, um im Dezember mehr Geld zu verdienen? Fangen wir erstmal mit einer Aussage. Kurz mal für die Leute, die den Kanal nicht kannten, und zwar, man muss wirklich sagen, also Miguel Pablo hatte eine sehr schwierige Zeit hinter sich, er hatte ja so eine Psychose gehabt, er war in ärztlicher Behandlung gewesen und in diesem Zeitraum ist einfach sein YouTube-Kanal, wo er jetzt wieder angefangen hat, muss er einfach sagen, es lief nicht mehr, ne? Die Videos haben keine Klicks mehr gemacht. Ich glaube, teilweise 10.000 Klicks haben die Videos gemacht. Also der Kanal zu dem jetzigen Standpunkt vor dem Outing war quasi am Ende, Freunde. Also er war down. Der Kanal lief nada, nichts mehr. Da lief gar nichts mehr, Leute. Ja. Und jetzt nach dem Outing, Abfahrt. Aussage des Freundes in seinem Outing-Video an. Ich bin eigentlich kein Mensch, der so öffentlich vor der Kamera steht. Ah, er ist also gar nicht so... Und das fand ich auch sehr komisch. Und auf einmal kommen jetzt 10 Videos, wo er mit dabei ist. Hä? Der Freund macht übrigens einen sehr sympathischen Eindruck. Deswegen dachte ich zuerst, okay, ja, Mia wird ihn so ein bisschen überredet haben. Komm, wir machen jetzt hier ein Video-Statement. Er will das einfach loswerden. Er will das mit seiner Community teilen. Und der Freund ist dann, hat dann halt irgendwann gesagt, ja, okay, lass machen, ich bin dabei. Aber danach dann Videos hochzuladen, wo er wirklich jeden Tag mit dabei ist, auch Content, den man alleine machen hätte können, theoretisch, schwierig. So, der YouTube-Mensch, das ist ziemlich komisch. Tatsächlich gibt es nämlich ein Video vom Februar 2019, wo er schon in einem Video von Emilia Tom dabei ist. Okay. Das ist krass. Also das ist... Aber ich verstehe nicht, warum er dann im Statement-Video sagt, er ist nicht so... Also, hä? War. Ich habe das Video glücklicherweise runtergeladen, denn tatsächlich wurde das Sonntagabend einfach auf privat gestellt. Ich meine, wozu? Also das ist strange. Es eigentlich auch gar keinen Grund gibt, weil das ist doch eigentlich ein ganz normales Video gewesen. Das wäre jetzt weder unglaublich cringe noch sonst irgendwas. Ist schon ziemlich komisch, dass man ganz plötzlich, wenn das Video Gesprächsthema wird, das doch lieber mal auf privat stellt, damit die Beweise verschwinden oder also nicht. In dem Video wirkt er halt total offen, engagiert, er hat Bock einfach, er hat richtig Laune, er wirkt auch ziemlich sympathisch, das muss man auch sagen. Meiner Meinung nach wirkt das nicht so wie, ja, ich bin jetzt eigentlich nicht so der YouTube-Typ. In der Beschreibung war auch ein Instagram-Account verlinkt, der aus irgendeinem Grund aber bereits gelöscht war. Ich weiß nicht, ob das einfach nur sein privater Account war oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall war der nicht mehr da. Leider habe ich mir die Beschreibung nicht gesichert. Ich dachte, das Video reicht und ich habe auch ehrlich gesagt nicht... Okay, das ist echt, also das ist schon mal wirklich, muss ich sagen, also das mit dem Video gerade ist schon strange, ne? Und mit dem Instagram-Account dann auch noch? Ich habe mir gerechnet, dass sie das offline nehmen, aber es ist leider doch passiert. Schande über mich auf jeden Fall. Der Account, den es auf jeden Fall jetzt noch von ihm gibt, hat auch gerade mal 5 Bilder, die in den letzten 4 Tagen hochgeladen worden sind. Und das finde ich auch schon ziemlich komisch. Denn Stories und so weiter hat er wirklich hunderte gepostet aus allen verschiedenen Jahren 2017, 18, 19. Es kommt meiner Meinung nach schon ziemlich unrealistisch rüber, dass er in den ganzen Jahren, wo er Instagram anscheinend aktiv genutzt hat, einfach nie Bilder hochgeladen hat. Und jetzt, wo er dann plötzlich mit Miguel zusammen ist, kommt jeden Tag ein Foto. Für mich wirkt das Ganze insgesamt eher nicht so, als ob er jetzt gar keinen Bock auf YouTube hätte oder nicht so der Typ dafür ist, um ehrlich zu sein. Vor allem, was eigentlich... Also sorry Leute, aber das kann ich einfach nur so unterstreichen. Also das wird mir gerade mal so bewusst. Also das ist, was soll ich dazu sagen? Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Sagen wir es mal so. Noch wichtiger ist, seit diesem Outing-Video haben die wirklich jeden Tag ein Video zusammen hochgeladen. Obwohl Miguel im Outing-Video sogar noch Folgendes sagt. Er wollte eigentlich auch erst nicht ins Video. Also ich meine, sorry, da passt doch irgendwas nicht, dass du dich erst dazu überwinden musst, in ein Video zu kommen und seitdem dann einfach täglich Videos hochgeladen werden. Also irgendwas ist da doch faul. Es ist klar, dass gerade sowas ein richtiger Klickfänger ist. Ich meine, das Outing ging ja auch durch ganz YouTube Deutschland und natürlich ist es krass, wenn irgendein YouTuber ganz plötzlich homosexuell ist, nachdem er vorher irgendwie dauernd schwul und schwuchtel und so weiter als beleidigt. Genau, das ist das, was ich auch meine. Und das dann mit den Videos. ...benutzt hat. Und da... Und immer wieder Videos mit irgendwelchen Frauen gemacht hat. Selbst bei Videos, wo er keine große Rolle hat, zum Beispiel bei diesem Tattoo-Entfernungsvideo, steht trotzdem dann in der Klammer nochmal extra mit Freund, damit auch jeder Bescheid weiß, dass dein Freund da mit dem Video ist. Und das wirkt schon ziemlich so wie, hey, guck mal, ich bin alleine nicht spannend genug, aber mein schwuler Freund ist mit mir hier im Video. Ja, und das...
Ey, Real Talk, er hat halt wirklich einfach recht, ne? Also jetzt, wo ich das noch so, wo er das nochmal so alles, er schreit ja richtig danach, Bruder, klickt auf meine Videos, hallo. Das Ganze lässt darauf schließen, dass das Ganze eventuell ein Promo-Move sein könnte. Auch ein Indiz, allerdings... Also wenn das wirklich, Miguel Pablo, wenn das wirklich ein Promo-Move ist und das aus irgendeinem Grund theoretisch rauskommen sollte, dann schau leben, Bruder. Also dann... Bruder, dann, wow. Dann fällt mir dazu nichts mehr ein. Also dann gehst du, glaube ich, auch über Leichen oder so. Aber ist nichts bewiesen, Leute. Wie gesagt, ist nichts bewiesen. Aber wenn das ein Promo-Move sein sollte, dann wäre das schon, das wäre zu krass, Leute. Sag ich euch Real Talk. Wirklich nur ein minimaler. Ich würde sagen, so vielleicht 1% oder 0,5% ist auch deren Kurs. Den gucken wir uns einfach mal an. Digga, der war so geil. Mal an. Also ich sag, Real Talk... Wenn man betrunken ist, so, dann würde ich meinen Kumpel auch so küssen. Digga, der war so geil, den können wir uns nochmal angucken. Komm, einmal noch. Ja, komm, jetzt nochmal. Okay, ich denke, das reicht. Also, sorry, für mich kommt das einfach nicht so rüber, als wenn die irgendwie verliebt sind oder so. Das kommt eher so rüber wie, komm, wir müssen jetzt mal schnell einen gestellten Kuss machen. Selbst wenn ich Kollegen besoffen küsse, sieht das 100-mal echter aus, als das, was die da gemacht haben. Aber gut, ich meine, natürlich muss man sagen, vielleicht küssen sie sich auch einfach so, aber ich wollte das trotzdem einfach mit dem Video haben. Dann folgen halt auch solche Aussagen. Wir haben uns ein Glas geteilt. Wow, ihr teilt euch zu zweit ein ganzes Glas. Heftig, ich teile mir teilweise mit 8 Männern eine Soda-Stream-Flasche. Das ganze Outing wirkt einfach größtenteils ziemlich inhaltslos, als ob man irgendwie zwangsweise irgendwelche Punkte finden möchte im Sinne von ja, guckt und deswegen sind wir homosexuell. Obwohl das halt einfach ganz normale Punkte sind. Dazu hat der Chanko auch schon ein sehr gutes Video gemacht. Das Ganze verlinke ich euch auch mal in der Beschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Schaut da auf jeden Fall vorbei und lasst schöne Grüße da. Der wurde nämlich von einem Typen angeschrieben, der ebenfalls in Paderborn wohnt und der hat ihm Folgendes geschrieben. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's wirklich interessant. Also ich muss ganz ehrlich sagen, okay, das mit dem Kuss, vielleicht küssen sie sich wirklich so, ist ja okay, kein Problem, easy peasy, kann ja möglich sein, aber in so einer Stadt, die wohnen, könnte das natürlich, sag ich mal, ja, wenn das einer weiß, keine Ahnung so. Chanel, Bruder, habe gerade deine Reaction gesehen zu dem Routing von Miguel Pablo. Ich kann dich beruhigen, das ist fake. Ich komme ja aus derselben Stadt wie die beiden und kenne den Freund sehr gut. Und er hat mir bestätigt, dass das fake ist. Der ist ja auch YouTuber, hat aber jetzt für diese Promo-Aktion seinen Kanal deaktiviert oder so, damit es glaubwürdiger rüberkommt. Es gibt aber noch Videos von ihm auf YouTube und dann halt das Video, was ich euch auch schon gezeigt habe. Oha! Okay, das ist krank. Das ist wirklich krank, muss ich sagen. Also der Typ, der sich da anscheinend gemeldet hat, der muss ja auch Real Talk irgendwie wirklich ein bisschen Ahnung haben oder den Typen kennen, weil das Video, ich glaube ja nicht, dass das hier so viral gegangen ist, dass das 20.000 Milliarden Leute gesehen haben. Also muss er sich ja wirklich mit diesem Freund von Miguel beschäftigt haben, man muss den wirklich sogar vielleicht kennen und weiß, dass das echt nur eine Promo-Aktion ist. Gezeigt habe. Das Profil von dem Typen scheint auch auf den ersten Blick sehr seriös. Ich meine, es steht drin, dass er in Paderborn wohnt. Er hat selber auch Artist drin stehen und oftmals ist es ja so, dass YouTuber in der Stadt untereinander auch connected sind. Von daher habe ich da jetzt nicht so das Gefühl, dass das irgendwie so ein Faker ist, der einfach mal aus Spaß so eine Nachricht geschrieben hat. Übrigens echt geile Zensur von dem Profil. Also ich glaube, da kommt wirklich keiner drauf, wenn man den Typen kennt. Die beiden haben halt auch eine Touch My Body Challenge gemacht und guckt euch mal den Gesichtsausdruck von Miguel an, als er seine Brustwarze anfassen soll. Also ganz ehrlich, der... Ja, gut, okay, das will ich jetzt auch nicht so als Punkt nehmen, weil einfach vielleicht, keine Ahnung, will das fürs Video so ein bisschen spielen, so, weißt du, das ist ein bisschen dramatic oder so, würde ich jetzt auch nicht als Punkt nehmen. Ekelt sich doch komplett davor. Also, wenn ich die Zitze meiner Freundin anfassen dürfte, Alter, dann würde ich direkt einen Orgasmus kriegen und würde dann nicht so sitzen, ist das widerlich, Körper anfassen, aber ich habe schon den Schwanz gelutscht. Digga, das ist absolut unrealistisch einfach, was die da machen. Meiner Meinung nach würde das auch alles Sinn machen, wenn die beiden die Beziehung einfach faken. Denn bei Miguel läuft es ehrlich gesagt auch nicht so gut. Wenn man die Klicks von den jetzigen Videos einfach mal... Das ist nämlich der Punkt. Das Problem ist, also das Ding ist einfach, Freunde, theoretisch, wenn sie das faken würden, Miguel hätte ja nichts zu verlieren. Der Kanal lief ja vorher schon nicht und naja. Mit denen von vor ein paar Monaten vergleicht, ne? Dann sieht man deutlich, dass jedes der Videos jetzt über 100 oder 200.000 Aufrufe hat und vorher gab es halt auch oftmals Videos, die halt nicht mal die 80.000 Aufrufe erreicht haben. Es ist klar, dass gerade so ein Thema, was aus welchem Grund auch immer noch in YouTube Deutschland immer noch irgendwo Hype generiert und dass man damit seine Reichweite erhöhen kann. Gut, auf Social Blade kann man sehen, ja, mit Abonnenten lief da jetzt nicht so viel, aber 1,1 Millionen Aufrufe bei einem Video, was über 10 Minuten geht im Dezember,
Ich kann euch sagen, Alter, der Lambo ist finanziert. Ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass... Ja, das schmeckt auf jeden Fall, Leute. Dezember ist CPM ja bekanntlich auf YouTube immer sehr gut, obwohl man sagen muss, in den letzten Jahren hält sie sich eigentlich relativ stabil, weil man muss auch immer sehen, im Dezember lädt jeder Videos hoch und teilweise habe ich das Gefühl, die Leute laden so viele Videos hoch und spammen die Abonnenten so zu, dass einfach gar nicht genug Werbung da ist, um die vor alle Videos zu setzen und die CPM sich nicht so krass ändert, wie alle beschreiben, aber ist schon ein deutlicher Anstieg, würde ich sagen, ist schon da. Irgendwann dieser Freund auch plötzlich einen YouTube-Kanal aufmacht und die beiden dann anfangen, auf beiden Videos hochzuladen. Also das wäre krass. Aber so wie es jetzt danach aussieht, könnte das in den nächsten Wochen vielleicht sogar passieren. Aber nach dem Video wahrscheinlich jetzt nicht. Ganze nochmal schön nach oben zu pushen. Was ich mir tatsächlich vorstellen kann, ist, dass die sich random irgendwie mal kennengelernt haben und dieser Freund hat halt einfach nicht wirklich Erfolg auf YouTube, kommt nicht wirklich weiter, Miguel ist auch nicht mehr so gut dabei und dann haben die einfach gesagt, ey, lass doch mal faken, dass wir schwul sind. Wir holen deinen Kanal wieder hoch, dann bauen wir mir einen Kanal. Also ich frage mich auch, also, wenn die wirklich auf die Idee gekommen sind, dann ist Hopfen und Malz, glaube ich, verloren. Auf und dann werden wir wie Bibi und Julienko, nur halt homosexuell und tausendmal cringiger. Zufälligerweise haben sie das Outing dann auch noch Anfang Dezember gemacht. Im Dezember kriegt man auf YouTube wirklich am meisten Geld, also da ist die CPM teilweise 3 bis 5 Mal höher, je nachdem wie viel du halt vorher hattest und da kann sich das natürlich schon lohnen, Daily Videos hochzuladen, was man natürlich nur für die Zuschauer macht. Im Dezember, wenn man am meisten verdient, warum macht ihr das dann nicht im Januar? Und seitdem laden sie auch jeden Tag ein Video hoch. Das erscheint mir auch schon relativ komisch, dass das gerade im Dezember passiert. Wie gesagt, kann das natürlich trotzdem auch ein Zufall sein. Ich meine, irgendwann muss es passieren und dann kann es auch im Dezember mal sein. Aber dass Miguel seitdem dann plötzlich jeden Tag Videos hochlädt, was er vorher nicht gemacht hat, erscheint mir dann doch wieder relativ komisch. Insgesamt muss man einfach sagen, dass ich Miguel mit dem Video irgendwo zwar schon vorwerfe, dass er das Ganze gefaked hat, aber wie gesagt, kann man das nicht zu 100% beweisen. Aber alleine, dass zum Beispiel so ein uraltes Video ganz plötzlich wieder auf privat gestellt wird, ich meine, warum? Da war nichts dabei, da ist keine komische Szene, er hat auch kein Mädchen geküsst oder sonst irgendwas. Das ist auch das, was ich meine, so, keine Ahnung, wenn die ja wirklich das leben und auch gut, okay, wenn er jetzt im Video gesagt hat, er will nicht vielleicht so in der Öffentlichkeit stehen, macht es jetzt aber doch, ist ja nichts Verwerfliches, wenn die sich wirklich lieben, dann haben die doch nichts zu verbergen, so, weißt du, was ich meine? Dann ist doch auch dieses Video, was die vor jetzt einfach so random offline genommen haben, ist ja dann eigentlich theoretisch auch egal, ne? Irgendwas. Das kommt für mich eher so rüber, dass man jetzt halt die Beweise noch löschen möchte, damit eben die Aussage, ja, ich bin ja eigentlich gar kein YouTuber, irgendwie bestehen bleibt. Ich meine, dass im Video sogar ein YouTube-Kanal verlinkt war, der gelöscht ist, aber das habe ich mir leider auch nicht gesichert. Schande über mich, das nächste Mal mache ich das auf jeden Fall, meine Freunde. Insgesamt muss ich sagen, dass ich es Miguel einfach zu 100% zutrauen würde, dass er das wirklich faked, um wieder nach oben zu kommen. Mit den Abos hat das nicht so ganz geklappt, mit den Klicks bisher halt schon. Und dieses Video habe ich vor allem auch deswegen erstellt, weil es jetzt für die Leute viel schwieriger ist, das Ganze vernünftig... Also muss ich sagen, dieser Stelle wirklich sehr gutes Video. Krass, das ist eigentlich wirklich krass, Leute. Genau die gleichen Bauchschmerzen, die ich selber hatte, hatte anscheinend KuchenTV auch und hat hier drüber ein Video auf seinen Meinungsblogger-Kanal gemacht. Krass, muss ich wirklich sagen. Also jetzt wird es auf jeden Fall, falls es wirklich fake sein sollte, für die Jungs, das, was sagt er hier noch? Schwierig wahrscheinlich sein. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die ein paar Wochen ein Video machen und sagen, ja, wir sind doch nicht schwul, wir sind aber Best Friends oder so. Und damit die das nicht so einfach machen können, beziehungsweise die Leute... Also das wäre krass, das habe ich mir nämlich innerlich, habe ich mir das auch schon so überlegt, ja, was ist denn einfach, wenn die jetzt das so ein halbes Jahr durchziehen, schön die Dezember-CPM mitnehmen und dann einfach sagen, ja, okay, war doch nicht so gewesen, alles wieder normal. Also das wäre natürlich... Also, oh Leute, dann, ich weiß auch nicht, was ich da sagen soll, aber das wär richtig Absturz, ne? Gute Punkte. Ich bin mal gespannt, ob Miguel darauf antworten wird, weil der hat ja irgendwie auch jetzt hier Videos hochgeladen, das schreiben die Leute auf unsere DMs, er hat ja auf alles reacted sozusagen, hat ein Statement hochgeladen. Ich denke mal, er wird auch wahrscheinlich darauf reagieren. Und ich sag euch, Leute, wenn das wirklich gefaked sein sollte... dann wird das wahrscheinlich irgendwann auch rauskommen. Wenn nicht, wünsche ich alles Gute. Alles Gute an dieser Stelle, Leute. Wie gesagt, einfach nur meine Meinung dazu. Interessantes Video. Kanal, Link in der Beschreibung. Das war's gewesen. Haut rein.